Ja, hey, willkommen, mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir ja gegen Celos gekämpft, indem wir den Einzelkampf mit Celos geschafft haben. Da frage ich mich jetzt auch übrigens, wir haben ja zwei Waffen bekommen, einmal letzter Schlag und einmal Dingenskirchen. Excalibur. Und der eine haben wir ja bekommen, weil wir den Einzelkampf geschafft haben, nehme ich mal an. Den anderen haben wir bekommen, weil wir gegen Celos gekämpft haben. Hätte ich die aber auch bekommen, wenn ich mit jemand anderem gekämpft hätte? Ich hoffe doch, ne? Aber ist ja egal, ich habe jetzt die Waffe und das ist ja auch gut. Ich habe mal was anderes bekommen können, weiß ich nicht. So, und nein, ich möchte noch nicht. Ich habe vergessen. Aber hätte ich ja gleich noch machen können. Ich will mal mit Regal hier durchrennen. Und wir machen das hier und... Natürlich, die Kombination, die funktioniert eigentlich richtig gut. In KP-Heilung. Ja. Ich habe die ganze Zeit schon bessere Sachen. Okay. Mann, ich sollte mal echt gucken, was ich hier alles noch drin habe im Inventar. Ich habe hier die ganze Zeit schon bessere Sachen. Okay, da ist der Nachteil, wenn man alles behält, ne? Sternforce zum Beispiel, ja. Wo ist dieses ganze Sternzeug her? Nehmen wir das. Hier auch eine Eisenklaue, okay. Ja, die buffen wir ja voll auf Angriff. Ja, dann versuchen wir unser Glück mit Regal. Wird eigentlich auch nicht so schwer sein, finde ich. Er hat ja auch noch Heiler. Wäre schon irgendwie mit klarkommen. Ja. Nein. So, ja. Wenn wir jedes Mal eine bessere Waffe bekommen, wird es das auf jeden Fall bringen, ja. So, das Problem ist allerdings, ich komme nicht mit Regal klar. Yay. Mach mal normal Healer. Das wird nicht so lange dauern, nehme ich an. Wie sieht sein Start so aus? Ich habe ihn so gut wie nie gesteuert. Stärke von 521. Ich glaube, er ist schwächer als Lloyd und... Presser ist auf dem ersten Platz natürlich. Und ja. Mal gucken, wie wir weiterkommen. Mit Colette wird auch schwierig. Oder mit China. Obwohl, mit China glaube ich nicht. Sie greift verdammt schnell an. Der Höhepunkt unserer Veranstaltung beginnt in Kürze. Die Meisterklasse wird heute eine neue Legende geboren. Regal Bryant, der den Titel Meister des Kampfes trägt. Legen wir gleich los. Hier kommt der erste Kampf. Der auch irgendwie eine Mystik hat. Ja, wie jeder andere. Allerdings ist die viel schwieriger zu aktivieren, glaube ich. Es muss irgendwie drei Angriffe hintereinander rein. Und dann irgendwie... muss ich, weiß ich nicht. Irgendwie da eine Kombination drücken oder so. Oder ich muss einfach nur drei Sachen hintereinander einsetzen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist auch egal. Er sieht schon mal nicht gut aus, finde ich. Vor allem, weil wir die ganze Zeit so gesandwiched werden. Sandwich. Aber egal. So, ganz locker. Wir haben gute Ausrüstung, wir haben ein hohes Level. So unmöglich ist das eigentlich nicht. Du kannst auch treten, okay, sehr gut. Ich würde sagen, was will, aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der irgendwie so ein Velociraptor, was auch immer als Viech sein soll, in die Fresse getreten hat. Den Angriff soll ich mal öfter einsetzen, der ist verdammt stark. Nein, ich wollte mich heilen. Mit R2, okay. Er kann sich gut wegschmeißen mit diesen Angriff, finde ich gut. Granulat, ja, da habe ich auch ein paar Sachen verarbeitet, aber naja. Regal gewinnt den ersten Kampf. Sieg ist relativ. Ich darf nicht zu selbstzufrieden zu sein. Ich darf nicht selbstzufrieden sein. Mal sehen, ob du Tempo weitermachen kannst. Runde 2, los. So, jetzt kommen immer nur ein Gegner. Das ist auf jeden Fall besser. So, der ist schon so. Ey. Wie abwehren. Ich habe gesehen, die sind in der Monsterliste, glaube ich, aufgelistet. Also Celos war auf jeden Fall in der Monsterliste schon mal aufgelistet.
und Cameo Team auch, aber allerdings stand da keine AP und so, weil ich ein bisschen blöd fand. Aber wie soll man das denn machen? Man hat doch gar keine, man darf doch gar keine Items einsetzen. Also wird man ja nie erfahren, was die für KP und TP haben, ne? Ein bisschen doof. Die Grenzen des Traubels hier sind noch lange nicht erreicht. Und weiter geht's mit Kampf Nummer 3. Los geht's. Ach, der wieder, ja. Au. Okay. Was? Wie er bewegt sich. Danke. Shinpo. Gut, jetzt er kann schön in der Luft angreifen. Ja, das war doof. Ja, geil. Wenigstens kann ich mich immer unter ihm heilen. Das ist richtig geil. Kann man bis zu dem Punkt mit seinen Heilern vielleicht schon wieder voll hochheilen. Ja, finde ich, hat irgendwie das Kolosseum von Tales of the Abyss deutlich viel mehr von einem verlangt. Da konnte man auch Free Running und also was war der in der Beziehung schon, glaube ich, ein bisschen einfacher. Regal gewinnt den dritten Kampf. Ich werde nicht verlieren. Nachdem ich so weit gekommen bin, kann ich nicht verlieren. Das hat sich so merkwürdig gesungen an. So. Ups. Der Angriff ist so imbar. Der letzte Kampf wird wahrscheinlich wieder. Was? Der letzte Kampf wird natürlich wieder bestimmt richtig schwer. Maximal KP erhöht, sehr gut. Diesen Erfahrungsskill habe ich immer drin. Wie gewinnt den vierten Kampf? Den nächsten Kampf verliere ich auch nicht. Beim Namen meiner geliebten Alicia. Wird heute ein neuer Champion geboren? Mach dich bereit, Wiggle, es geht los. Die letzte Runde. So, hoffentlich gewinnen wir die auch. Weil sonst wäre es richtig doof. Also, du hast auch irgendwie so einen Angriff, der dich bufft oder so, ne? Rich Force. Nee, ich glaube, das ist nicht. Wahrscheinlich kann man damit auch irgendwie voll geil was machen, aber egal. So, hier muss ich einfach wie ein Blöder auf ihn losgehen. Hab ich so das Gefühl. Und vielleicht mit Heiler irgendwann noch. Reinhauen. Ja. Den Gegner mag ich nicht. Dich. Dann bleibe ich über den einen Angriff einsetzen können. Ich kann den auch gar nicht stunnen, meinen Angriffen, kann das sein? Einfach nur, wenn er hier Feuer spuckt, immer. Der spammt ja auch überhaupt nicht. Sagst du dazu? Ja, ich glaube, den Kampf haben wir. Huda! Jawohl, sehr gut. Das war erbärmlich. Richtig geschifft. Regal sieht auch, siegt auch in der Meisterklasse. Ich widme mir diesen Sieg, meinen geliebten Gefährten. Wir haben gerade miterlebt, wie eine Legende geboren wurde. Die Herabkunft vom König des Kolosseums. Sein Name lautet Regal. König des Kolosseums, Alten. Boah. Ja, 2000 Geld, Medizinzeit, bla bla bla. Ich habe genug Geld. Anerkennung für diesen Sieg. Vielleicht das Kolosseum-Komitee Regal eine Auszeichnung. Die Kaiserschienen. Auf Wiedersehen, verehrte Zuschauer. Bis zum nächsten erbitterten Kampf. Ja, der wird zugleich folgen. So. Ja, das muss besser sein als die Witzwaffe. Ja, ne? Ja. Okay, da gibt sehr wenig Bohnen wieder auf Glück und also was, aber. Na komm, nehmen wir die, oder? Geht auf jeden Fall Verteidigung, das ist gut. Na gut, dann. Entweder Colette oder Sheena als nächstes und Regal, Regal, Genis oder Rain wird ein bisschen schwierig. Diskussion, ey. König des Kolosseums, hier Zweifel an ihm angesichts der Fesseln, aber es ist der wahre König des Kolosseums. Okay, er bekommt KP und Stärke, das lassen wir mal lieber. So, speichern.
Wir haben wieder was erreicht. Das finde ich gut. Ach, da ist er durchgespielt. Egal. Ich frage mich die ganze Zeit, was der vierte Spielstand da ist. Durchgespielten Spielstand werde ich wahrscheinlich sowieso ersetzen, wenn ich irgendwie mit Level 100 nochmal gegen Mythos oder so kämpfe. Falls ein New Game Plus mache. Also, falls auf jeden Fall. Regal. So, wen nehmen wir als nächstes? Du könntest eine gute neue Waffe vertragen, aber ich weiß nicht, wird Colette das ausschaffen? Weil sie greift auch langsam an. Ja, weil da weiß ich ja, was ich hier alles ausrüste. Immer die Verteidigung, nee, ist blöd. Dingens haben wir auch was. Magieband. Okay. Ja, Verteidigung. Warum kann. Du kannst ein Magieband ausrüsten zum Beispiel. Mit Colette wird er wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Erfahrungsskills. Was haben wir hier alles? Himmelslied. Verringert die Zeitspanne bis Engels. Bis Engelssprüche. Ja, das könnte ich vielleicht auch nehmen, aber dann habe ich zwei T-Dinger weg. Dann wird sie wieder zu S. Auch ein bisschen blöd ist, ne? Das könnte zum Beispiel sehr gut sein. Lass mal erstmal. Guck mal, wie weit wir kommen. Ja, Colette. Was kann schon schief gehen? Ja, Judgment, genau. Weiß ich nicht. Was könnte ein Wait Thruster? Ist auch. Ja, ne, das ist ja auch so ein Fernkampfangriff eigentlich. Könnte auch nützlich werden. So, Colette, dann du schaffst das schon. Irgendwie schaffst du das schon. Okay, dann leg ich mal los. Ich weiß, du wirst dich gut schlagen, Colette. Ja, ich werde mein Bestes geben. Der Höhepunkt unserer Veranstaltung beginnt in Kürze, die Meisterklasse. Wird heute eine neue Legende geboren? Himmlische Maid mit Flügeln, Colette Brunel. Legen wir los, hier kommt der erste Kampf. Mir fällt gerade auf, wir müssen ja gar nicht gegen Cells kämpfen, ne? Das heißt, wenn ich zum Beispiel mit jemand anderen gegen, weiß ich nicht, gegen Celis gekämpft hätte, nehmen wir mal an, die Waffe war echt verpassbar. Hätte ich ja gar nicht mehr bekommen können, ne? Sie hat auf jeden Fall genug TP, um das, TP-mäßig zu überleben. Ich könnte auch mal Item tief einsetzen, vielleicht kriege ich irgendwas Geiles. Nee, lass mal das. Er ist schon wieder so blöd, da sind wieder zwei Gegner. Ja, umbringen wir auch geil. Ja, und sie hat richtig langsame Angriffe. Und ich kann die Arzt nicht wirklich da reinketten, das ist ein bisschen blöd. Auch schon sehr lange, seit ich komplett gestört habe. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich auch irgendwie den Erfahrungsskill, dass sie weniger Zeit für ihre Engelskills braucht. Den letzten Kampf kann ich ja schön mit Wave Thrust oder so schaffen, habe ich so das Gefühl. Okay, der Angriff des schnell machen wir den. Wenigstens keine HP-Probleme. KP meine ich. Sag mal HP, tut mir leid. Was ist denn KP? Na. Wir haben schon irgendwie geschaffen. Immer schön stunnen mit allen. Unsere KP bekommen wir auch immer wieder. Ich weiß gar nicht, wie ich das im Test mit der Abyss gemacht habe. Wenn wir den KP zurückbekommen, wird auf jeden Fall nicht klappen bei Genis und Rain. Sehr gut. Wenn wir mehr hat geschafft, Colette gewinnt den ersten Kampf. Ich habe mein Bestes gegeben. Mal sehen, ob du in diesem Tempo weitermachen kannst. Runde 2, los. Na. Ich weiß gar nicht, ob es das für Genis lohnen würde. Ich glaube, diese eine Waffe, die wir bekommen haben, ewige Welt oder verbundene Welt oder irgendwie so weit mit Welt, das glaube ich,
so im Gegensatz zur letzten Waffe, die ich hatte, deutlich viel mehr Angriff gegeben. Und deswegen, ich bekomme die ganze Zeit schon AP zurück, glaube ich. Ach ja, ich habe irgendwie so was, wenn ich abwehre, oder? Oder wenn ich angegriffen habe, weiß ich nicht. Irgendeine Erfahrungsskills habe ich jedenfalls. Genes versiegelte Welt, oder? Nee. War falsch. Verbundene Welt, ewige Welt, irgendwie sowas. Ich glaube, die ist irgendwie schon gut genug, oder? Diesmal habe ich mich wirklich, wirklich angestrengt. Weiter geht's mit Kampf Nummer 3. Los geht's. Ja, vielleicht brauche ich ja gar nicht. Oh. Jetzt warte mal, was ich jetzt hier einsetzen werde. Wo ist es? Grand Cross. Nein. Weil wenn er zaubert, dann bewegt er sich weg. Ne? Ja, die paar P tue ich nicht rein. Das haben wir auch damit. Okay, ich will zaubern. Will ich ein bisschen Luftgitarre spielen. Ja, ich glaube, ich habe nicht den Skill. Der Engelskills schneller machen lässt. Weil sonst hätte das nicht so lange gedauert. Weil ich kenne halt schon, dass sie irgendwie nur so ein paar Sekunden braucht, um ihre Engelskills zu machen. Und das hat vollgebracht. Ich mach das nochmal. Einfach Luftgitarre spielen. Ich mache mir halt doch nicht schwer, wenn ich das einfach machen kann, hallo. Ich weiß, wie nervig der Gegner sein kann. Einmal bin ich irgendwie draußen, dann trifft er sich, ja, genau so, mit dem Angriff und ich bin weg. Dann mache ich das lieber so. Grande Crosso. Ganz Cross. Ja, super. Nochmal. So ein Dreck. Ja, jetzt habe ich schon wieder voll viel KP verloren. Hätte vielleicht Holy Song oder so machen sollen. So. Jetzt auch mal kochen, bitte. Gleich zubereitet Curry. Colett gewinnt den dritten Kampf. Ich habe mich super angestrengt. Es ist eine Zeit für den vierten Kampf. Los. Ja, mit den Engelskills kann ich gleich vergessen, ne? Na komm, den würden wir auch irgendwie schaffen. Nicht mit dem Angriff vielleicht. Ja, die kann man doch ankennen, was? Wo ich nur direkt danach einsetze. Das ging irgendwie beim Dingens nicht, bei dem Velociraptor-Reittypen. Au. Na, wie kannst du es wagen? Ich bin kleiner Engel. Ja, und der greift jetzt wieder an. Ja. Ah! Ja, klappt nicht, ne? Ich frage mich echt, wie ich den einen gleich erledigen soll. Habe ich noch nie im Leben. Wahrscheinlich die. Nein, kann ich nicht mehr. Kann ich meine Ausrüstung ändern, warum nicht? Au. Da kannst du ja auch noch. Jetzt sitzt er wieder. Okay, doch. Nicht. So, jetzt mit ein bisschen Glück werde ich voll verrecken. Noch einer übrig, jetzt werde ich ein bisschen aufgeregt. Wird ein neuer Champion geboren, macht dich bereit, Colette, es geht los. Der letzte Runde, der letzte Kampf, letzte Runde, irgendwie sowas. So, was nun? Das schaffe ich nie im Leben gegen den. Warte mal, ich werde doch bestimmt Rage Rust. Ne, Rage Rust kann ich nicht mit irgendwas anderem verbinden, ne? Was? Was mache ich da? Ja, spuck ruhig Feuer, dann mache ich den hier. Der Angriff tun voll den Stun. Ah. Ihre Angriffe tun ihm Stun, ey. Regal nicht geschafft. Oder Lloyd, glaube ich. Der mit seinem scheiß Spam, ey. Warte, dann setzt aber Dingens hier ein. Hier, Triple Raid Frost.
Sehr gut. Ey. Wie blöd, ey. Dumm, dumm, dumm. Ich kann Feuer spucken. Mich auch, ey. Voll dämlich. Ja, werde ich glaube ich auch schaffen, ne? Ma. Mal schön kontern. Sehr gut. Geht doch. Okay, sehr gut. Haben wir mit Colette auch geschafft. Colette sieht auch in der Meisterklasse. Oh Göttin. Und auch euch allen. Danke. Ausgezeichneter Sieg. Supergirl. Glückwunsch. Und Colettes Titel stapeln sich immer weiter. Anerkennung, als Anerkennung für den Sieg verleiht das Korrektionskomitee Colette die Auszeichnung den Aureole. Aureole oder irgendwie sowas. Kann ich nicht aussprechen. Aureole. So, zeig mal ja. Yay! Ein Heiligenschein, der mystische Kräfte verleiht. Ist das nicht das Ding, was man auch im Intro sieht? Ja, das hier ist das Ding vom Intro, oder? Das ist aber das Ding, was man im Intro sieht. Muss ich mal gucken. Himmlische Maid, Dingens. Wo ist wo ist hier. Supergirl, es ging bumm und zack und dann hatte ich gewonnen, sagte sie. Jetzt war Cheeside. Okay, sehr gut. Nur noch mit China könnte ich mir jetzt noch vorstellen, was schaffen. Und dann weiß ich nicht. Ja gut, dann speichern wir hier. Und gucken wir mal, wie ich in der nächsten Folge weitermache. Ich bedanke mich jedenfalls herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.